Prinz Harry, beschämender Skandal. Er gegen Onkel Andrew aus. In seinen Memoiren Spare geht Prinz Harry, 38, auf den Skandal um seinen Onkel Prinz Andrew. 62, 1. Dieser wurde aufgrund seiner Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. 66, zivilrechtlich von Virginia Giuffre, 39, verklagt. Der Vorwurf, der Royal soll Giuffre im Alter von nur 17 Jahren mehrmals sexuell missbraucht haben. Andrew und die Klägerin einigten sich Anfang vergangenen Jahres außergerichtlich auf einen finanziellen Vergleich. Im Zuge dessen wurden dem Prinzen alle militärischen Zugehörigkeiten und königlichen Schirmherrschaften entzogen. Für Harry sei diese Strafe nicht hart genug gewesen. In einer Passage seines Enthüllungsbuchs, die Daily Mail bereits vorliegt, beschreibt Harry, wie seine Frau Herzogin Meghan, 41, ihn fragte, ob die königliche Familie ihre Sicherheitsvorkehrungen reduzieren würde, nachdem sie Großbritannien in Richtung Nordamerika verlassen hatten. Er habe ihr gesagt, dass dies unmöglich sei, da sein Onkel schließlich immer noch geschützt werde. Doch es sollte anders kommen, Harry und Meghan wurde der Polizeischutz nach ihrem Rücktritt als Senior Royals entzogen. Im vergangenen Jahr verklagte der Herzog von Sussex das Innenministerium, nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass er nicht dafür bezahlen könne, dass die Metropolitan Police für ihn und seine Familie bei Besuchen im Vereinigten Königreich Sicherheit bietet. Obwohl er in einen beschämenden Skandal verwickelt war und beschuldigt wurde, eine junge Frau sexuell missbraucht zu haben, hatte niemand vorgeschlagen, ihm seine Sicherheit zu nehmen, schreibt der 38-Jährige in Bezug auf Prinz Andrew und fügt hinzu, die Leute hatten viele Gründe, sich über uns zu beschweren, Sexualverbrechen gehörten nicht dazu. Damit macht Harry seine Meinung über seinen Onkel mehr als deutlich. Das könnte nun allerdings Konsequenzen nach sich ziehen, Harry könnte dadurch eine Vertraute verlieren. Spätestens seit der Netflix-Doku ist allgemein bekannt, dass Prinz Harry und Prinzessin Eugenie, 32, ein enges Verhältnis haben. Sie war eine der ersten, die von der Beziehung ihres Cousins mit der ehemaligen Suits-Schauspielerin wusste. Einen Abend vor der großen Enthüllung 2017 gingen sie gemeinsam auf eine Halloween-Party, inkognito in Kostümen. Zudem ist in Harry und Meghan zu sehen, wie Eugenie das Paar in Kalifornien besucht und auch ein gutes Verhältnis zu Archie, 3, hat. Doch Eugenie hält auch zu ihrem Vater, bildete mit ihm und ihrer Schwester Prinzessin Beatrice, 34, nach dem Tod von Queen Elizabeth, 96, beim Gottesdienst auf Balmoral sowie bei dem Staatsbegräbnis eine Einheit. Dass Harry nun als erster Royal Andrew Sex-Skandal öffentlich anspricht, könnte einen Keil zwischen ihn und seine Cousine treiben. Womit Harry die einzige Person aus der britischen Königsfamilie verlieren würde, der er noch nahe steht. Verwendete Quelle, Daily Mail Co. Harry und Meghan, abgerufen unter Netflix.com.